So, hier habe ich gerade das Startsignal bekommen, um raus auf die Etappe zu fahren, raus aus der Oase. Das war eine vom Veranstalter angekündigte, berüchtigte Abfahrt. Ja, der Rest ist wohl selbstklärend. Ich weiß ja, was der meinte. Vielen Dank an den Veranstalter. Das ist also ein richtiger Produkttest für unseren Bodenschutz von der Firma Wunderlich. Nochmals danke, danke. So fing die erste Sonderprüfung an. Das war also gerade der Start. Erste Sonderprüfung, erster Tag. Man sieht ein kleines Loch, das Fahrrad schießt hoch. Grip-Niveau ist auf Schotter immer relativ schwierig, aber ich denke mir, eine sehr, sehr schöne Geschichte direkt von Anfang. So, hier bin ich mir gerade einen kleinen Lagerplan zurechtzimmern, wo ich am besten langfahren kann, aber der Kollege vor mir, der mich gerade im Moment überholt hat, der zeigt mir also, wie ich es am besten dann vielleicht doch besser nicht machen sollte. Aber man geht ja auf Nummer sicher, man will ja durchkommen, man will sich ja nicht zerstören. Also versuche ich mit einem kleinen Trick eine kleine Umfahrung zu nehmen und dann trotzdem den Bach zu durchqueren. Kleine Etappe, das heißt, hier haben wir jetzt keine besondere Action, aber trotzdem auch hier bestehen gewisse Hindernisse, die einem je nachdem entgegenkommen, wie zum Beispiel die rechte Hand vom Lenker, Freundschaftsgrüßen, auch dem Esel gegenüber. So, jetzt sind wir gerade in einer Sandsonderprüfung und versuchen die Leistung schön flüssig in den Sand zu setzen. Diese Sonderprüfung ist ein Esservierer. Hier dürfen wir natürlich nicht die rechte Hand vom Lenker nehmen, weil es unsere Gashand ist. Auffahrt vom Strand weg in Esservierra, eine wunderschöne Steinauffahrt, das heißt, da vorne kann man die Kollegen sehen, wir halten aber immer noch dicht dran mit unserem wunderbaren F800 Schlachtschiff. Hier sind wir auf einer Etappe quer durch einen Ort, da war gerade Markt. Man kann also sehr schön erkennen, alle sind entsprechend fasziniert, um ihrer Arbeit nachzugehen, beachten mich gar nicht. Selbstverständlich hält man sich in solchen Ortschaften ein wenig zurück. Andere Länder, andere Sitten und man will ja keinen irgendwie provozieren. Sonderprüfung! Die Zurückhaltung sollte verblasst sein und man gibt natürlich alles. Nochmals danke an den Veranstalter, er hat mir einen sehr, sehr schönen Graben gezogen und hier in dem Falle kann man also sehr schön sehen, das Motorrad ist wie reingeboren in diese Umgebung. Das heißt, es sind sehr viele Steine, wir können also einen sehr, sehr schönen Produkttest machen und der Thelen, sprich ich, hat einen riesen Spaß. Danke an die Unterarme. Wieder eine Sonderprüfung. So, hier kann man gut erkennen, das ist ein sehr schottriger Untergrund. Da muss man aufpassen, dass einem das Vorderrad nicht wegspringt. Sprich, also Vorderrad führt, Hinterrad kommt sowieso meist hinterher, wenn es einen nicht überholt. Also vorsichtig am Gas, weich in der Kupplung, schön über die Neigung, das Motorrad lenken, Blickführung muss passen.
Ja, und man kann da sehr schön erkennen, das Motorrad liegt sehr schön im Fluss und weich am Gas. Geht es hier langsam in die weicheren Gefilden der technischen Fahrerei. Das heißt, hier ist mehr Fluss drin, aber auch hier muss man aufpassen, dass natürlich keine großen Löcher sind. Ja, hier ist eigentlich der letzte Endabschnitt der Veranstaltung. Bitte nicht nachmachen, nicht rechts überholen. Wir hätten die Genehmigung der Polizei. Ja, und letztendlich kann man hier sagen, das war eine sehr, sehr schöne Veranstaltung, ein 4-Tage-Enduro. Wir haben also insgesamt über 1100 Kilometer gefahren und viel Spaß bei der Information, um selber da mal zu fahren.